Da haben wir es doch. So, Chat, nochmal. Hallo, hallo in die Runde. Mein Name ist Matthias. Neben mir sitzt unser neues Gesicht, unser neuer Mitarbeiter bei Matreport, Basti. Basti, hallo. Hallo. So, noch gar keine Anzeichen, dass sich die Rauchschwaden hier verdünnen. Und vor allem, dass wir ein Bild verziehen. Haben. So. Sieht ein bisschen besser aus. Da kommt ein Experte mit einem Wurmling-Trikot. Ach du Scheiße. Also, Basti, ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall. Sehr gerne, das Getränk darf ich mitnehmen. Das darfst du mitnehmen. Hervorragend. Ja, und einen Beisinger bringen, wenn du die Zeit dafür hast. Ja, ich suche einen. Okay. Hallöchen. Hallo, ich begrüße hier an meiner Seite Michael Garus. Live, ja, wir sind schon live. Stressig gewesen, noch hierher zu fahren. Wir haben extreme Übertragungsprobleme. Echt? Tor, 1-0. 1-0. Wir bauen das Scoreboard. Mori, wir bauen das Scoreboard. Es steht 1-0. Es war Wurmling, aber du kommst zum perfekten Zeitpunkt. So, wie schätzt du die Wurmlinge ein? Also ich glaube, Detting kommt vor allem, oder zumindest in der Bezirksliga, vor allem über diesen Kampf. Ja. Und Wurmling, jetzt warten wir diese Chance ab. Zweite Reihe. Oh, hält er gut. Gut, Bayern gut, alle gut. Klar kann ich immer sagen, also wenn du aufsteigen solltest, musst du in der Runde schaffen oder absteigen in der Runde schaffen. Aber irgendwie, ich finde... Guter Ball. Jeder guckt sich doch sowas auch gerne an. Das stimmt. Ich sage ja. Die letzten Minuten jetzt auf jeden Fall. Ja. Aber das heißt, das wird ein cooles Relegationsspiel, weil beide halt spielen wollen, sagt man so. Ja. Und dann läuft er vorbei. Das ist eine gute Chance. Legt er quer. Pfosten. Oh, Pfosten. Oh, Außennetz. Alter. Abseits aber auch noch. Aber trotzdem. Oh, aber so, jetzt. Oder ob es ein taktischer Kniff ist. Boah, normal nicht. Weil um jetzt schon auf irgendwie Sturm zu... Ist jetzt auch nicht so, dass die irgendwie... hinten dran sind. Mario Martin jetzt rein, ja. Gut, da wird jetzt offensiv dann schon mehr gehen, bestimmt. Ja, bestimmt. Und da ist er fast dran auch. Das war jetzt so die zweite Situation. Ja. Hey, Jungs, wir müssen jetzt. Wir sind 1-0 hinten. Da muss jetzt einfach mehr kommen. Und? Gutes Ding! Oh. Oh. Wer war denn das? Anführungsstrichen. Natürlich du, Moritz, hier in der Redaktion. Ja, nicht. Genau. Da wird jetzt ein Handspiel gefordert. Und jetzt? Nee, abseits. Nee, nicht abseits. Was ist das? Freistoß? Oder indirekter Freistoß. Indirekter Freistoß, 10, 16 Meter, 15 Meter vorm Tor. Okay, also da steht auf jeden Fall der Schirinzi. Was da passiert ist? Chat, was ist da gerade passiert? Gefährliches Spiel, schreibt Hugo Bims. Ich bin jetzt gespannt, was er viel Valdetting macht. Es steht eine Mauer im 5-Meter-Raum. Und es war auch indirekt. Indirekt. So, wenn der jetzt reingeht, ich will nicht vor Entscheidungen reden, aber 2-0. Das wäre ein Statement, sag ich mal so. Ja. Und vor allem am Hürdinger Block unten, Hürdinger, sorry, sorry, Wurmlinger. Oh, oh, der ist drin, Tor. Was da jetzt? Nee, abseits. Nee, die Tor. Tor, 2-0. 2-0 Wurmling. Was war das? Ich hab's gar nicht gesehen. Also irgendwie. Und jetzt wird wieder Pyro geschossen. Und die Pyros sind wieder dabei. Jetzt wird geklärt. Und Zeit. Und hat auch ordentlich Zeit, also kann den Ball annehmen und spielt einen genialen Pass. Das wäre... Nikolai Haug. Ah. Gut gehalten. Und da wollte ein bisschen zu viel. Und Dettingen können wir nächstes Jahr in der A3 begrüßen, dürfen wir da dort begrüßen. Auf jeden Fall. Und die werden da auch eine gute Rolle spielen, das ist ja klar. Also wenn die so zusammenbleiben sollten und keine großartigen Wechsel haben, ich meine, die hatten ja schon den Umbruch in dem Sinne mit Weiler dann. Und jetzt ist tatsächlich aus... SV Wurmlingen gewinnt 2-0 gegen die SGM Dettingweiler ein. Und jetzt fliegen die nächsten Raketen. Ja. Wahnsinn, was hier abgeht. Auch auf der anderen Seite Wurmling-Fans. Die Enttäuschung auf Dettinger Seite ist groß. Und ich verabschiede mich, bedanke mich bei Michi Garus für diesen wunderbaren Kommentar. War cool, auf jeden Fall, ja. Hat Spaß gemacht. Ich würde sagen, wir beenden das Ganze hier. Wünschen allen noch einen schönen restlichen Sonntagabend. Vielen Dank, Leute. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.